Hallo liebe Kunden, mit diesem Video möchte ich, Mirko Kockmann von der Fahrschule Engelskockmann, die Abfahrkontrolle, die vor der praktischen Führerscheinprüfung stattfindet, erklären. Ich starte mit den Flüssigkeiten im Motorraum. Dafür öffne ich die Motorhaube durch den Entriegelungshebel im Fußraum des Fahrers. Bei unserem Fahrzeug findest du den Hebel links im Fußraum. Bei anderen Fahrzeugmodellen kann dieser durchaus woanders angebracht sein. Informationen findest du dann in der Bedienungsanleitung. Motorhauben haben immer eine doppelte Sicherung. In unserem Fahrzeug findet ihr diese oberhalb des VW-Emblems. Ich zeige es euch kurz. Die Motorhaube wird durch diesen Hydraulikstab gehalten. Hier seht ihr unseren Öffnungsmechanismus der doppelten Sicherung und durch Drücken öffnet ihr ihn. Wichtig, alle Flüssigkeiten kontrollieren wir nur bei kaltem und stehendem Motor. Die erste Flüssigkeit ist das Kühlwasser. Den Behälter finden wir hier oben links. Diese Flüssigkeit besteht aus Wasser und Frostschutzmittel. Damit wir immer den passenden Stand haben, können wir hier vorne ablesen Minimum und Maximum. Die zweite Flüssigkeit ist das Motoröl. Motoröl kontrollieren wir mit einem Peilstab. Wir ziehen den Peilstab raus, machen ihn in einem sauberen Lappen einmal sauber komplett, führen den Stab einmal wieder ein, warten 2 Sekunden. Raus, halten den Stab waagerecht und dann kontrollieren wir unten am Stab Minimum und Maximum. Sollten wir jetzt feststellen, der Wert sollte bei Minimum angekommen sein, müssen wir natürlich das Motoröl nachfüllen. Zum Nachfüllen haben wir hier oben diese Öffnung und dann bitte beachten, nochmal in der Bedienungsanleitung nachlesen, welche Ölsorte wir brauchen. Die dritte Flüssigkeit ist das Scheibenwischwasser, das wir hier vorne rechts im Motorraum finden. Im Sommer kippen wir ganz normales Wasser nach, plus Reiniger. Und im Winter darauf achten, dass Frostschutzmittel zugeführt wird. Und diese Flüssigkeiten finden wir an vielen Tankstellen. Die vierte Flüssigkeit ist die Bremsflüssigkeit. Den Behälter finde ich hier hinten rechts im Motorraum. Sollte mit der Bremsflüssigkeit was nicht stimmen, nicht in Ordnung sein, suchen wir auf jeden Fall eine Werkstatt auf, die den Behälter, die Flüssigkeit einmal kontrolliert. Merkt euch bitte nochmal zu den 4 Flüssigkeiten: Kühlwasser, Öl und das Scheibenwischwasser kontrollieren wir selber und füllen wir auch selber nach. Und an die Bremsflüssigkeit gehen wir nicht dran, das macht die Fachwerkstatt. Das war's zu den Flüssigkeiten. Als nächstes mache ich weiter mit dem Lenkspiel. Das Lenkspiel kontrollieren wir, indem ich als erstes den Motor starte, damit die Servolenkung arbeitet. Denkt bitte immer dran, wenn ihr den Motor startet, Gang raus, Handbremse anziehen. Gleichzeitig achtet darauf, dass das Lenkrad in Nullstellung steht. Das Lenkspiel darf nicht größer sein als 2 cm oder auch 2 Finger breit als Anhaltspunkt. Ich zeige es euch. Ich steige aus, um die Lenkbewegung am Reifen erkennen zu können. Sollte das Lenkrad die 2 cm überschreiten, bitte ich euch, eine Werkstatt aufzusuchen. Als nächstes erzähle ich euch etwas zum Reifen. Dafür lenke ich ganz nach links ein, um bessere Sicht auf den Reifen zu haben. Der Umwelt zuliebe stelle ich den Motor dabei aus. Es gibt 4 wichtige Punkte zum Reifen. Erstens die Mindestprofiltiefe. Ich kontrolliere die gesetzliche Mindestprofiltiefe von 1,6 mm. Ob der Reifen diese noch aufweist, erkenne ich am Verschleißindikator. Wo sich der Indikator in der Lauffläche des Reifens befindet, könnt ihr an der Reifenflanke erkennen. Hier habe ich ihn.
In unserem Fall ist es ein Pfeil. Es können auch andere Symbole sein. Diese blenden wir euch kurz unten ein. Auf Höhe des Pfeils findet ihr den Indikator in der Längsrille des Reifens. Zweitens, Beschädigung am Reifen. Wir schauen am Reifen, dass weder an der Außenflanke noch in der Lauffläche Beschädigungen vorhanden sind. Auf den folgenden Bildern könnt ihr einige Beschädigungen sehen. Drittens, Kontrolle des Luftdruckes. Als erstes kontrolliere ich den Reifendruck auf Sicht. Dieser scheint in Ordnung zu sein. Das könnt ihr daran erkennen, dass am unteren Teil des Reifens keine Auswölbung vorhanden ist. Um es genauer festzustellen, müssen wir den Reifen an ein Barometer anschließen. Diese findet ihr an vielen Tankstellen. Den passenden Luftdruck für euer Fahrzeug findet ihr entweder auf einem Aufkleber in der Fahrerseite im Türholm oder in der Tankklappe. Viertens, Sommer- oder Winterreifen. Ob wir einen Sommer- oder Winterreifen fahren, erkennen wir am folgenden Zeichen oder Symbolen. Winterreifen zeigen uns immer dieses Symbol. Oder auf der Reifenflanke steht M plus S für Matsch und Schnee. Um es sich leicht zu merken, ein Winterreifen fahren wir immer von Oktober bis Ostern, also von O bis O. Sind diese Symbole nicht vorhanden, handelt es sich um einen Sommerreifen. Ein weiterer Punkt der Abfahrkontrolle ist die Beleuchtung am Fahrzeug. Zum leichten Verständnis zeige ich euch die Schalterstellung im Fahrzeug und die Funktion der Beleuchtung blenden wir euch unten ein. Wichtig, kontrolliert immer beide Seiten des Fahrzeugs. Um einen Teil der Beleuchtung in unserem Fahrzeug bedienen zu können, haben wir einen Schalter zwischen der Tür und dem Lenkrad. Jetzt gehe ich zuerst die einzelnen Schalterstellungen für die Beleuchtung vorne mit euch durch. 0 haben wir das Tagfahrlicht. Auto haben wir die Automatikfunktion. Hier haben wir das Standlicht und das Abblendlicht. Ziehe ich den Schalter einmal zu mir, haben wir vorne die Nebelscheinwerfer. Weitere Beleuchtungsfunktionen vorne werden wie folgt geschaltet. Das Fernlicht drücken wir den linken Hebel einmal nach vorne. Um die Lichthupe zu betätigen, ziehen wir den Hebel zweimal zu uns. Blinker nach links, nach unten und Blinker nach rechts, nach oben betätigen. Den Warnblinklichtschalter findet ihr in der Mittelkonsole. Wir blenden ihn euch kurz ein. Die vordere Beleuchtung haben wir nun besprochen. Weiter geht es mit der Beleuchtung hinten am Fahrzeug. 0 aus. Alle diese Schalterstellungen zeigen uns das Schluss- oder auch umgangssprachlich Rücklicht genannt. Gleichzeitig schaltet sich diese Stellung die Kennzeichenbeleuchtung mit ein. Wenn ich diesen Hebel zweimal zu mir ziehe, haben wir die Nebelschlussleuchte. Bei unserem Fahrzeug nur hinten links. Zur Erinnerung, diese schalten wir nur an,
wenn die Sicht durch Nebel unter 50 Meter beträgt und gleichzeitig dürfen wir dann nur noch 50 km/h fahren. Blinker nach unten links, Blinker nach oben rechts. Und das Warnblinklicht blenden wir unten nochmal ein. Sobald ich auf die Bremse trete, sehen wir hinten das Bremslicht. Und wenn ich den Rückwärtsgang einlege, leuchten hinten die Rückfahrscheinwerfer. Eine Besonderheit am Heck des Fahrzeugs ist noch zu erwähnen, die Reflektoren. Durch diese ist ein parkendes Fahrzeug im Verkehr nachts erkennbar. Sie reflektieren das Licht eines sich nähernden Fahrzeuges. Bei anderen Fahrzeugmodellen können sie auch direkt in der Beleuchtungseinheit integriert sein. Abschließend zur Beleuchtung möchte ich noch das Parklicht erklären. Das Parklicht schaltet ihr wie folgt ein. Ihr schaltet den Lichtschalter auf 0, zieht den Zündschlüssel ab und schaltet den Blinkerhebel auf links oder rechts, je nachdem, auf welcher Seite ihr das Parklicht einschalten wollt. Nun kommen wir zu den Symbolen im Armaturenbrett. Die Warn- und Kontrollleuchten zeigen Warnungen, Störungen oder bestimmte Funktionen an. Einige Warn- und Kontrollleuchten leuchten beim Einschalten der Zündung auf und müssen beim laufenden Motor oder während der Fahrt verlöschen. Warnung: Die Missachtung aufleuchtender Warnleuchten und Textmeldungen kann zum Liegenbleiben im Straßenverkehr, zu Unfällen und zu schweren Verletzungen führen. Erster Punkt: Niemals aufleuchtende Warnleuchten und Textmeldungen missachten. Zweiter Punkt: Fahrzeug anhalten, sobald es möglich und sicher ist. Die für euch relevanten Symbole erkläre ich euch kurz. Unten links haben wir die rote Kontrollleuchte. Damit können wir erkennen, dass wir nicht angeschnallt sind. Darüber die gelbe Kontrollleuchte ist die Motorkontrollleuchte. Die leuchtet auf, wenn wir irgendwie einen Schaden am Motor haben. Darunter die blaue Kontrollleuchte zeigt uns, dass wir das Fernlicht eingeschaltet haben. Das rote P, was ihr hier unten sehen könnt, heißt, dass unsere Handbremse angezogen ist. Und daneben in Gelb ist unser Spurhalteassistent. Und ganz rechts, die gelbe Kontrollleuchte, sagt uns, dass wir die Nebelschlussleuchte eingeschaltet haben. Zum Ende dieses Videos zeige ich euch noch, wie ihr die Betriebs- oder Feststellbremse, umgangssprachlich Fuß- oder Handbremse genannt, auf Funktion prüfen könnt. Ich starte damit, dass ich mehrfach bei stehendem Motor die Fußbremse betätige. Währenddessen sollte sich ein Gegendruck am Pedal aufbauen. Sollte das Pedal ganz durchgetreten werden können, besteht ein Defekt am Fahrzeug. Das Fahrzeug bitte dann nicht mehr bewegen und eine Werkstatt informieren. Jetzt starten wir zunächst den Motor, damit wir die Funktion der Fußbremse im Betrieb testen können. Hierfür fahre ich in Schrittgeschwindigkeit ca. einen halben Meter vor und betätige die Bremse. Kommt das Fahrzeug zum Stehen, haben wir die Bremse erfolgreich getestet. Um die Funktion der Feststell- oder Handbremse zu testen, haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit: Ich ziehe den Schalter der Handbremse und halte ihn. Danach löse ich vorsichtig das Kupplungspedal. Während des Lösens sollte sich das Fahrzeug, wie unten zu sehen, leicht einnicken. Die zweite Möglichkeit unterscheidet sich nur von der ersten, indem wir den Schalter der Handbremse betätigen. Aber nicht gezogen halten, sondern stattdessen die Fahrertür öffnen. Seht ihr, das Resultat ist das gleiche.
Wir hoffen, dieses Video unterstützt euch und nimmt euch ein wenig die Nervosität vor der Prüfung. Wir bedanken uns beim Autohaus Hemann, die uns die Lokalität zum Filmen dieses Videos zur Verfügung gestellt haben.